Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Du Morgenstern, o Morgenstern, das ist der Beginn der Antiphon für den 21. Dezember. Und die Rede ist von Venus, die als hellstes Himmelsgestirn entweder am Morgen oder auch am Abend am Himmelszelt steht, je nach der Zeit. Und so war ich fasziniert mit 13, 14, 15 und darüber hinaus Jahren von diesem hellen Planeten, der manchmal auch in so nah am Mond oder an Jupiter zu stehen schien. Und ich bin aus den Niederungen unseres Dorfes hochgelaufen auf die Höhen unseres Dorfes, um zu sehen, wie Venus weitergeht und dann am Horizont versinkt. Liebe Brüder und Schwestern, zu der Zeit habe ich auch angefangen, ein anderes Licht zu sehen und Jesus zu entdecken. Und ich war immer mehr fasziniert von ihm. Aber im Nachhinein darf ich sagen, ja, Jesus ist auch mir sozusagen nachgelaufen und hat immer mehr seine Liebe, sein Erbarmen, sein Licht in mein Leben hineinscheinen lassen, sodass ich unter seinem Blick immer mehr die Liebe des Vaters erkennen konnte. Und Jesus sagt von sich selbst, ja, ich bin das Licht der Welt. Und der Vers geht weiter, die O-Antiphon, Glanz des unversehrten Lichtes. Ja, dieses Licht wird nie aufhören zu scheinen. Es wird nie verdunkelt werden, auch nicht durch Sünde verdunkelt werden. Glanz der Gerechtigkeit, strahlende Sonne. Jesu Licht ist heller und beständiger als alles Licht, das wir kennen. Komm und erleuchte, die da sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Liebe Brüder und Schwestern, möge das Licht Jesu Christi unser Leben immer mehr erleuchten, sodass er die Leuchte auf unserem Pfad in die Ewigkeit ist und letztendlich, dass wir dann ruhen dürfen am Herzen des Vaters, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.